Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt.de. Heute mit so einer süßen Goodie-Verpackung. So in der Art kennt ihr die von mir auch schon. Und zwar so. Sozusagen ein halbes Knallbonbon. Und dem habe ich jetzt einen Deckel aufgesetzt, damit man eben nicht da oben so reinschauen kann. So. Wir brauchen dafür ein Stück Designpapier. Das hat jetzt die Maße 15,2 mal ca. 10,2 cm, also 4 mal 6 Zoll. Das hat den Vorteil, dass wir 6 solche Verpackungen aus einem 12 mal 12 Zoll Bogen Designpapier rausbekommen. Wenn man das Ganze jetzt mit einem DIN A4 Papier macht, braucht man nicht die 15,2, es reichen auch 14,8 cm, um da halt nicht zu viel Papier zu verschwenden. Jetzt wollte ich schon das Punchboard nehmen, dabei braucht man erst den Papierschneider, um einiges zu falzen. Und zwar wird jetzt auf der kurzen Seite, auf der 10,2 cm bzw. 4 Zoll langen Seite gefalzt bei einem Zentimeter. Das mache ich jetzt hier auf die kurze Seite rüber, damit das Papier hier schön anliegt. So rum würde das doch ein bisschen arg kippeln. Also bei einem Zentimeter, bei 2,5 cm, dann drehe ich das jetzt einmal hier rüber, um hier weiterarbeiten zu können, bei 7 cm. Denkt bei Designpapier daran, nicht zu feste beim Falzen aufzudrücken, da das sonst schneller reißen könnte. Es ist ja dünner als der normale Farbkarton. So, auf der langen Seite wird dann jetzt gefalzt bei 3,5 cm, 7 cm, 10,5 cm und 14 cm. Der Rest ist halt die Klebelasche, deshalb sage ich auch 14,8 cm würde reichen. Dann bekommt man auch aus einem DIN A4 Bogen 4 solche Verpackungen. So, die Falzlinien knicke ich jetzt einmal alle nach. So, und diese wird jetzt allerdings... Jetzt habe ich es genau andersrum gemacht, so rumgeknickt. Also ein bisschen wie eine Ziehharmonika. Jetzt kommt mein Falzbrett zum Einsatz. Also das Envelope Punchboard meinte ich. Das wird jetzt so hier angelegt, dass nicht die erste, sondern die zweite Falzlinie, die bei 2,5 cm hier so hingelegt wird, dass die Falzlinie genau mittig in diese Öffnung reingeht. Das ist dann also hier noch ein Stückchen vor der 1 Zoll Markierung, das Papier. So, dann knicke ich das Papier jetzt um, schiebe das wieder da rein, wieder so, dass die Falzlinie ungefähr mittig dazwischen geht. Und so verfahre ich dann jetzt auch mit den restlichen Falzlinien. Auch hier mit der Klebelasche. Das Ganze sollte dann jetzt so aussehen. Hier unten bei der Klebelasche, das kann ich wegschneiden. Hier schräge ich mir das einmal ein bisschen schräg an. Und hier schneide ich jetzt bis zur ersten kreuzenden Falzlinie ein. Dann geht es ans Zusammenkleben. Einfach hier ein bisschen Tombow-Kleber oder Sticky-Tape dran. So, die Seite da drüber legen. Und das Ganze gut festdrücken. Ja, hier passt das an sich gut übereinander, wenn man das jetzt immer mittig angelegt hat beim beim Envelope Punchboard. Dann passt das auch hier ganz gut. Wenn das mal nicht ganz exakt passt, ist das jetzt aber auch kein Beinbruch. So, hier habe ich jetzt die Klebelasche. Ich klappe dann zuerst die Seitenteile links und rechts davon ein, mache einfach so ein bisschen Tombow drauf.
die andere Seite drüber. Dann die Seite, wo auch die Klebekante ist, sprich die Rückseite, darüber klappen. Und dann erst die Vorderseite ganz zum Schluss. Und zwar aus dem Grund, dass ich dann hier vorne jetzt eine schöne saubere Kante habe und nicht so die Knickkante. Hier fehlt jetzt ein kleines Stück in sämtliche Richtungen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist ja der Boden, das sieht man nicht, aber dadurch komme ich halt mit einem sehr gut zu verarbeitenden Papiermaß aus, damit ich halt möglichst wenig bzw. gar keinen Verschnitt habe. Ja, hier rein habe ich jetzt so eine Amygdala-Kugel gelegt, also Rocher oder sowas passt dann natürlich auch. Gucken, hier war jetzt die Vorderseite. Ich habe mir dann ein Stück Kordel genommen. Ich glaube, das sind jetzt, ich gucke mal gerade nach, circa 25, 26 cm. Mache jetzt eine Schleife rein. Das heißt, hier jetzt wirklich gut zuziehen, bis die Lücken sich so weit es geht schließen. Dann sieht man auch, das rundet sich von alleine hier richtig schön ab. Das Schwierigste ist jetzt, die Schleife da rein zu machen. Dabei knicke ich das immer so ein bisschen nach innen einmal, damit ich damit vernünftig hinkomme. Denn wenn man da jetzt nicht so gut aufpasst, dann geht die Schachtel auch schnell hier wieder ein bisschen auseinander. Also mag bei den ersten zwei, drei Verpackungen dieser Art etwas fuckelig sein mit der Schleife, aber dann hat man das eigentlich schnell raus. Das sieht man dann ja, dass man hier so reingucken kann und wen das stört. Der macht jetzt einfach noch einen Deckel dazu. Dazu brauchen wir ein kleines Stück Farbkarton. Ich habe jetzt hier Taub genommen, passend zum Designpapier, mit den Maßen 5,6 x 5,6 cm. Das wird rundherum bei einem Zentimeter gefalzt. Und auch die Falzlinien werden nochmal mit dem Falzbein schön nachgeknickt. Ich schneide dann hier diagonal von einer Falzlinie zur anderen rüber. Und dann schneide ich jetzt einmal rechts von der Falzlinie und links von der Falzlinie. Dann habe ich hier so ein kleines, schmales Stückchen, dass ich dann jetzt da rausschneide. Und das mache ich jetzt einmal rundherum, also auf jeder Seite des Deckels bei einer von den Falzlinien. Dann kann ich den Deckel auch schon zusammenkleben. So, dann habe ich aus einem kleineren Stück, das sind hier genau 3,2 x 3,2 cm Farbkarton mit den Sukkulenten, ist hier einfach ausgestanzt. Ich brauche jetzt allerdings nicht die Blüte, die ist in dem Fall tatsächlich mal über, aber kann man ja für ein anderes Projekt noch schön aufheben. Und klebt das dann jetzt auf den Deckel. Also man kann auch wirklich mal schön das Negativ von so Stanzteilen verwenden. Dann habe ich hier noch eine große Perle. Die passt hier wirklich perfekt rein. Und wenn jetzt alles gut gegangen ist, passt der Deckel auch hier drauf. Ich habe den etwas strammer konzipiert, damit das Ganze nicht einfach
abfällt von der Schachtel. Wer sagt, das ist mir ein bisschen zu stramm, der nimmt einfach statt 5,6 mal 5,6 cm 5,7 mal 5,7 cm. Na, hat sich jetzt hier gerade ein bisschen verkantet. Jetzt haben wir es aber. Dann sitzt das Ganze etwas lockerer. Ja, und schon hat die Verpackung halt einen netten Deckel. Und man kann nicht schon im Vorhinein sehen, was in dem Ganzen denn drin ist. Und wer jetzt sagt, ich möchte aber keinen Deckel, ja gut, der lässt das einfach weg und hat dann halt so ein süßes halbes Knallbonbon. Dann kann man sich auch diese Falzlinie hier oben sparen, wenn man möchte. Dazu habe ich aber noch ein separates Videotutorial schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Okay, genug geschwafelt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!